So, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu mehr Let's Play Tribal Wars 2 Online. Lang ist's her, ja, mir ist bewusst, ich hab. Beziehungsweise, ja gut, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist lang her, aber der letzte Part ist nicht so lang her. Forum, neun Neuigkeiten, dann lass mal sehen, was ihr so geschrieben habt. Das sind aber eine Menge. Aktivität. Ich wollte bloß mal wissen. Neu dazugekommen, aktiv. Das hat er geschrieben. Was noch? Off oder Death? Wer macht Off-Toast und wer Death-Toast? Wenn es eigene noch nicht wissen, was sie machen sollen, dann schnell überlegen, bitte. So kann man schnell Fraktion planen. Ich halte an individuelle bei jedem Spiel. Von Dorf zu Dorf unterschiedliche Spezialisierungen auf und Dev sinnvoller als eine komplette Spezialisierung, wo jeder. Was? Ich lese gerade nun leise. Gut, was haben die zu meinem kleinen Anliegen hier geschrieben? Ah, ich heiße Markus, komme aus Bernau, Alter 45 und hoffe auf gute Zusammenarbeit. Willkommen in Stamm. Selbst war, ja. Hi, ich bin ebenfalls Markus. Willkommen im Steam, im Steam, im Stamm. Und auf ein erfolgreiches und spaßiges Game. Gut, dann wollen wir mal nicht lang hier rumtrödeln. Außer bei den. Oder ist bei mir nur so laut? Ich glaube, bei mir war es nur so laut. In unser Dorf. Oder zu unserem Dorf springen. Was gibt's dort? Für neue Sachen. Ich habe ja die Horde des Hauptgebäude erweitert, also sollte es jetzt nicht so schwer fallen, es weiter aufzubauen. 4 Minuten, auch 4 Minuten Wall, 26 Speicher, 11 Sammelplatz. Naja, 13 für Statue. Lazarett, 3 Minuten. Bevor wir hier noch lang überlegen, nutze ich doch gleich die Zeit und erbaue mal die nächste Stufe der Statue. Und dann käme. Moment, was ist hier? Nutze deine Vorlage, okay? Wähle Vorlagen im Ringmenü deines Dorfes, das du angreifen willst. Zwischen allen Vorlagen wählen, die dann auch aktiv sind. Und hier Teil 2, der Stellenwert von Rohstoffen. Okay, dann müssen wir zuerst die Lehmgrube, danach. Ich schau nochmal im Forum, was es da so gibt. Das Team, Ladies und Gentlemen, die meisten müssten jetzt schon aus dem Angriffsschutz raus sein und so langsam fängt das Spiel jetzt so an. Nach Ablauf des Schutzes sind alle freiwillig für die bereits Größeren. Ein Glück, dass TW2 sehr anfängerfreundlich ist und die Kleinen durchaus beim Deffen im Vorteil sein können. Da wir ein Bund sind, ist Kooperation unabdingbar und wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um unser Revier hier gegen Feinde zu festigen. Tipps. Bereits erwähnt, ist es eine Verschwendung, eine Dev zu stellen, wenn man stattdessen den Gegner einfach und erfolglos durchlaufen lassen kann. Später jedoch, zum Beispiel, wenn der Gegner mit dem Adel angreift, muss man sich natürlich verteidigen. Das werden wir auch. Ihr werdet mir wohl alle zustimmen, wenn ich behaupte, dass ein Live-Chat unverzichtbar ist, wenn man schnelle Hilfe benötigt. Dafür gibt es viele Plattformen, aber die meistverbreitetste ist Skype. Na dann.
Skype könnt ihr unter folgendem Link kostenlos. Ja, Grimdal mit zwei L's. Wenn jeder in Skype nur online kommt, wenn er Hilfe braucht, ist keiner da, der helfen kann. Also haltet es parallel offen, wenn ihr auch in TW2 seid. Das ist wirklich kein Aufwand. Na gut, dann machen wir es auch mal so. Ich starte nebenher Skype, aber noch nicht in diesem Part, denn ich wollte noch diese letzte Gelegenheit nutzen und mich selbstständig um meine Burg kümmern. Das können wir noch später machen. Kurze Frage, was, wenn ich kein... Wie oben schon gesagt, das ist einfach nur Geplappere, dann Diplomatie. Duplo, die wahrscheinlich längst der Achte war schlecht. Wir haben ein Bündnis mit dem Stamm. Wieso höre ich da immer so ein Blingen? Verdammt. Geschlossen. Der Stammesführer hat mich angesprochen und erweckt einen freundlichen Eindruck. Sie sind auch ein neuer, aufstrebender Stamm und haben keine bestehenden Konflikte. Ich sehe keinen Grund, sein Angebot abzulehnen und begrüße sie als unsere Verbündeten. Yeah. Gute Entscheidung. Verbündete sind sehr wichtig. Vor allem später im Spiel. Und so ist es gut, wenn man... Ja. Mitglieder. Ja. So oder so. Gilde. Hallo. Könnte der Gildenführer mal ein paar Sachen abklären, wie... Wie kann man hier ein anderes Dorf übernehmen? Ist schwierig zu lesen. Danke für die Info. Gibt es denn eine maximale Anzahl an Mitgliedern? Ich denke also, wir haben noch Platz nach oben. Ja, das ist noch... Okay, dann sollte unser Team bis 50 ansteigen. Oder. Ja, gedeihen. Ich finde, es sollte nicht unter unserem Punkteschnitt eingeladen werden. Wir stehen ja noch ziemlich am Anfang und da sollte sowas im Moment über. Ja. Interne Politik. Wenn jemand Erfahrungen in Browser Games und zufällig schon mal ein Amt belegt hat, kann er mich gerne anschreiben, wenn er Lust hat, ein wenig oder viel Verantwortung zu übernehmen. Freiwillige vor. Und Tipp, hey Leute, Punkte sind nicht so wichtig, baut, das habe ich schon gelesen, wird gemacht, wie viele Truppen sollte man am Anfang so haben, also nicht viel, da es hier bei uns noch ruhig ist, wichtig ist, dass du die Produktion von Lehm, Holz und Eisen ausbaust, dann kannst du so nebenbei Truppen ausheben und immer schön BB farmen, denke auch an Bauernhof für Proviant. Truppen bilden Punkte gleich mindestens doppelte Anzahl, ja. Und Truppen bringen nur etwas, wenn du dich wirklich verteidigen musst. Wenn ein euch überlegener Gegner es erstmalig auf euch abgesehen hat und euch mit einem Vortrupp angreift, könnt ihr die erste Welle vielleicht deffen. Doch viele sind durch den Verlust erst recht daran interessiert, euch zu holen. Vor allem, wenn ihr scheinbar halb so stark seid wie er. Meine Empfehlung, solange ihr potenziell angreifende Gegner erfolglos durch euer Dorf laufen lassen könnt. Durch Entleeren des Ressourcenlagers und Verschicken der Truppen solltet ihr den Kampf vermeiden. Wo nichts zu holen ist, wird auch nicht angegriffen. Das ist natürlich keine Late-Game-Taktik, aber für aktive Spieler bis zu 1000 Punkte durchaus umsetzbar. Lasst die Jungs ständig laufen, sagt er. Na gut. Was? Weltkartenansicht wollte ich. Hallo? Was ist denn jetzt los? Kann ich nicht rauszoomen aus der... Lol. Was geht jetzt ab? Ich kann nicht raus in die allgemeine Kartenansicht. Warum auch immer. Soll ich mich mit meiner eigenen... Burg beschäftigen, dann mache ich das mal. Axtkämpfer, Bogenschützen. Erst wenn Kaserne Level 9 ist. Deswegen denke ich, sollten wir unsere Kaserne so schnell wie möglich ausbauen. Bevor wir das tun,
wäre es doch lieber netter, das Hauptgebäude noch einmal auszubauen, aber ich finde, das lohnt sich dann nicht mehr, weil es über eine Stunde ist. Speicher. Genau, die Sachen wollte ich. Ach, die Musik ist so beruhigend. Der hat etwas erwähnt von Ressourcen entleeren oder sowas. Ah, was ist denn hier? Ist das mit dem Internet oder was stimmt hier nicht? Ach, keine Ahnung. Paladin. Ach, der kostet gar nichts. Ach, dann ist ja gut. Ich dachte, das kostet eine Menge. Die Einberufung dauert 6 Stunden. 6 Stunden. Benutzen. Du bist kurz vor davor ein Paladin. Bye. Einfach mal herbeirufen. Gut, dann ups. Nee, ich möchte keine Kronen kaufen, aber es wäre schon nett, die Bauarbeiten jetzt schon so schnell wie möglich zu beenden. Was stimmt mit der verdammten Grafik denn nicht? Ja. Irgendwas stimmt immer nicht. Gut, dann Axtkämpfer. Wo sind denn die Axtkämpfer? Axtkämpfer, wo seid ihr? Ah, da. Benötigt Stufe 5 Kaserne. Schwertkämpfer kann ich jetzt auch so. 16 maximal. Denn die Kosten sind 1120 Eisen. Ja. Ich meine, gut. Ja, komm. Los jetzt. Wir brauchen jetzt ein paar Truppen, brauchen wir schon. Gut. Zehn Speerkämpfer sollen einen Kampf kämpfen. Ja, würde ich ja auch gern. Wenn es mich rauszoomen lassen würde. Lässt mich aber nicht. Und es hängt irre. Hat richtig gehangen, aber gut. Wie auch immer, ne? Vielleicht machen die ja auch gerade ein Update, man weiß nie. Unser Darkreich. Offensives Dorf.
Na gut, dann warten wir halt den Ausbau ab und das tut sich vielleicht danach irgendwas. Wie viele sind wir jetzt eigentlich im Forum? Liste der Mitglieder. 29. Da ist noch Luft nach oben. Also 20 maximal noch aufnehmen und dann reicht es, denke ich mal. Und im nächsten Part rufen wir dann den Grimdall mal in den Live-Chat hinein. Und dann gibt es auch mal ein kleines Push-Video, würde ich es mal nennen, aber auch indirekt. Also ich benötige halt Hilfe ein bisschen. Das ist jetzt nicht um denjenigen auf YouTube weiterzubringen, sondern eher um mir beim Spielen zu helfen. Das ist das Problem. Saga des Teufels geschlossen. Sehr gut. Okay, das ist fertig. Dann kommt jetzt die Lehmgrube. Oh. Das Blöde ist, ich kann die im Moment nicht ausbauen. 205 Eisen. Ich habe nicht so viel, leider. Schade. Naja, im Moment gibt es nicht viel zu tun, deswegen beende ich mal den Part hier und es ist total verbuggt. Was ist das hier? Hier so rechteckig und Streifen mitten im Bild. Was soll das? Was hat das für einen Sinn? Na gut, Leute, mir reicht's erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Tribal Wars 2 Online. Danke fürs Zusehen, ciao.